Heute stellen wir Ihnen die vierte Ausgabe Mai 2019 der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin vor. Wie immer zunächst die Zusammenfassungen von Beiträgen des Update Intensivmedizin, jetzt hier Nierenersatztherapie und Dialyse von Professor Flieser Homburg. Professor Möckel von der Charité hat das Editorial verfasst. Welche Bedeutung haben Biomarker auf der Intensivstation? In keinem anderen Bereich ist die Datenflut so hoch wie in der Intensivmedizin. Monitoring-Parameter fließen in kurzen Abständen in die Patient-Documented-Monitoring-Systeme, PDMS, ein, in denen zudem eine Vielzahl von Befunden und Verlaufsnotizen des interprofessionellen Teams sowie Anordnungen und Ergebnisse der Diagnostik abgelegt werden. In dieser Situation erscheinen biochemische Marker, die vielfach auch routinemäßig erhoben werden, nicht eindeutig im Mittelpunkt zu stehen, zumal die verantwortlichen Ärzte immer wieder die wesentlichen Informationen priorisieren müssen. Im Weiteren führt er aus: Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei septischen und kardiovaskulären Krankheitsbildern, sei es als Intensivindikation oder Komplikation, biochemische Marker wie Procalcitonin und Troponin relevante prognostische und für die Therapie notwendige Informationen liefern. Vielfach müssen diese Marker durch sonografische und insbesondere echokardiografische Untersuchungen ergänzt werden. Im Kontext von Intoxikation ist oftmals die Konzentration des Toxins selbst der Biomarker, dessen Elimination bzw. Wirkungsverringerung intensivmedizinisches Therapieziel ist. Nach Reanimation wäre ein zuverlässiger biochemischer Prognosemarker von großer medizinischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Diesen gibt es aber noch nicht, sodass weitere Forschung zu diesem Thema notwendig ist. Der erste Beitrag von Oppert zur Sepsisdiagnostik und Antibiotikasteuerung fasst wie folgt zusammen: Eine schnellstmögliche Diagnose der Sepsis ist wichtig, um frühzeitig eine Therapie beginnen zu können. Biomarker können bei der Diagnostik hilfreich sein. Procalcitonin hat sich als sinnvoller Marker erwiesen. Antibiotic Stewardship ist zur rationalen Antibiotikatherapie zu empfohlen und neben klinischen Aspekten haben sich Biomarker, insbesondere Procalcitonin, als hilfreich bei Antibiotic Stewardship Visiten erwiesen. Fafaye und Coworkers berichten zur Infarktdiagnostik beim kritisch kranken beatmeten Patienten. Myokardschäden bei intensivpflichtigen Patienten sind häufig und müssen sorgfältig abgeklärt werden. Diagnose und Therapie des akuten Myokardinfarkts bei diesen Patienten ist eine Herausforderung, da Multimorbidität und komplexe Krankheitsbilder ein individualisiertes Vorgehen erfordern. Gemäß der vierten universellen Infarktdefinition sollte bei jeder Erhöhung von kardialen Troponinen anhand der Kinetik zwischen akutem und chronischem Myokardschaden unterschieden werden. Ferner muss eingeschätzt werden, ob ein ischämischer Kontext vorliegt, wofür auf der Intensivstation primär und niederschwellig das EKG und die Echokardiographie herangezogen werden sollten. Sind die Kriterien eines akuten Myokardinfarkts erfüllt, muss gemäß Leitlinien zum akuten Coronarsyndrom individualisiert vorgegangen werden. Das sorgfältige Studium der vierten universellen Infarktdefinition, vor allem in Bezug auf diagnostische EKG-Veränderungen und den Umgang mit kardialen Biomarkern, erlaubt eine zuverlässige Infarktdiagnostik bei kritisch kranken Patienten. Knebel und Coworkers berichten über die moderne Bildgebung als Biomarker. Er stellt die Frage: Kein Patient ohne Echokardiographie. Die Echokardiographie ist aus der Notfall- und Intensivmedizin nicht wegzudenken. Sie ermöglicht Aussagen zur Anatomie, Funktion und Hämodynamik. Viele wichtige Diagnosen können sehr schnell, sicher und preiswert gestellt werden. Alle Patienten mit Dyspneutorakschmerzen, respiratorische Insuffizienz, Sepsis und nach Reanimation müssen eine Echokardiographie erhalten. Konventionelle Biomarker ergänzen hier das Bild, um eine optimale Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. Hackel berichtet über akute Intoxikationen, Marker für Screening, Diagnose und Therapiesteuerung. Bei komatösen Patienten ist eine frühzeitige Schutzintubation durchzuführen, um eine Aspiration mit konsekutiver Pneumonie und potenziellem ARDS zu vermeiden.
Toxidrome dienen der klinischen Einteilung und sind vor allem in der initialen Behandlung mit Unkenntnis der verursachenden Substanzen zur symptomatischen Therapie hilfreich. Neben einem Basislabor und Screening ist auf der Intensivstation bei metaboler Azidose immer die Bestimmung der osmotischen Lücke und der Anionenlücke indiziert. Bei bestehender Indikation zur primären Giftelimination mittels Aktivkohle muss diese ausreichend hoch dosiert werden, 0,5 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Magenspülungen sowie induziertes Erbrechen durch Gabe von Ipecacuanha-Sirup sind als Verfahren zur primären Giftelimination obsolet. Der Einsatz von extrakorporalen Verfahren zur Toxinentfernung sollte rational erfolgen und das geeignete Verfahren in Bezug zu Proteinbindung und Molekülgröße gewählt werden. Bei Vergiftungen mit Beta-Blockern und Calcium-Antagonisten ist High-Dose-Insulin-Euglycemia-Therapy, HIET, ein etabliertes Therapieverfahren. Die Lipid-Rescue-Therapie sollte vor allem bei Kardiotoxizität nach Lokalanästhetikergabe durchgeführt werden. Bei entsprechender Anamnese und klinischer Symptomatik sollte bei CO-Werten größer gleich 25% frühzeitig eine hyperbare Oxygenierung in Betracht gezogen werden. Storm und Mitarbeiter widmen sich den Biomarkern nach Reanimation. Biomarker sind ein wichtiger Bestandteil des multimodalen Ansatzes zur Erstellung der neurologischen Prognose nach Herz-Kreislauf-Stillstand. Am besten untersucht und validiert ist die NSE, die 48 bis 72 Stunden nach der Reanimation gemessen werden sollte. Der aktuelle Cut-off-Wert liegt bei 90 Nanogramm pro Milliliter, die Vorhersage eines wahrscheinlich schlechten neurologischen Outcomes. In Kombination mit anderen Testmethoden sollte eine Entscheidung, insbesondere zur Einstellung der Intensivtherapie, zeitlich frühestens nach 5 bis 7 Tagen erfolgen. Es sind zahlreiche neue Biomarker in der Evaluation. Möglicherweise werden in Zukunft verschiedene Biomarker in Kombination eingesetzt, um die Sicherheit der Vorhersage weiter zu erhöhen. Hier ein Positionspapier der Sektion Ethik der DIVI und der DGN, Neitzke und Mitarbeiter, Entscheidungshilfe bei erweitertem intensivmedizinischen Behandlungsbedarf auf dem Weg zur Organspende. Eine Originalarbeit von Karaginidis und Coworkers nimmt Stellung zur Auswirkung des Pflegepersonalmangels auf die intensivmedizinische Versorgungskapazität in Deutschland. Die Zusammenfassung: Bettensperrungen, hauptsächlich bedingt durch den Pflegemangel, sind auf deutschen Intensivstationen alltägliche Realität geworden. Die Notfallversorgung wird durch die Bettensperrung beeinträchtigt, wohingegen geplante Operationen eher selten verschoben werden müssen. Als Ausdruck des Pflegemangels liegt der durchschnittliche Pflegeschlüssel mit 1 zu 2,5 in der Frühschicht, 1 zu 2,6 in der Spätschicht und 1 zu 3,1 in der Nachtschicht höher über dem von der DIVI geforderten 1 zu 2 Schlüssel. Die Pflegebesetzung weist größere regionale Unterschiede auf. Es ist dringend ein Handlungsplan aller Verbände und politischen Kräfte im Gesundheitswesen vonnöten, um der drohenden Unterversorgung zu begegnen. Ein Beitrag von Grenzemann und Mitarbeitern aus Hamburg, Atemwegssicherung in der Intensiv- und Notfallmedizin. Da Patienten mit einer akuten respiratorischen Insuffizienz in der Intensiv- und Notfallmedizin insbesondere durch hypoxische Komplikationen bei der Atemwegssicherung gefährdet sind, ist ein effektives Management erforderlich. Dazu gehören unter anderem das Erkennen schwieriger Atemwegsverhältnisse und die ausreichende Präoxygenierung. Die primäre Anwendung von Hilfsmitteln wie der Videolaryngoskopie zur Intubation kann bei schwierigen Atemwegsverhältnissen von Vorteil sein. Entscheidend für den primären Intubationserfolg ist dabei aber vor allem die Erfahrung des Anwenders. In Anbetracht der Komplikationsträchtigkeit der Intubation sollte immer ein auch im schwierigen Atemwegsmanagement erfahrener und in den erforderlichen Techniken geübter Arzt anwesend sein. Hier ein Bild und Fall, seltene Ursache für akute Brustschmerz und Dyspnoe bei jungen Männern. Ein spontanes Pneumomediastinum ist selten und betrifft hauptsächlich junge Männer. Betroffene können plötzlich auftretende torkale Schmerzen und Dyspnoe aufweisen. Der Nachweis freier mediastinaler Luft entlang der Trachea, insbesondere in der seitlichen Röntgenaufnahme des Thorax, mit charakteristischer kreisförmiger Transluszenz um die Lungenarterie,
ist wegweisend für die Diagnose. Das Boerhaave-Syndrom ist die schwerwiegendste Differentialdiagnose. Hier eine Kasuistik von Janssens und Hillen mit Hämoglobinämie nach Inhalation von Poppers. Poppers und die darin enthaltenen Alkylnitrite werden unter anderem zur sexuellen Stimulation eingesetzt. Nach Inhalation oder Ingestion größerer Mengen kann es neben systemischen Effekten durch Vasodilatation, zum Beispiel Blutdruckabfall, zu einer relevanten Methemoglobinämie kommen. Klinisch fallen eine Zyanose auf sowie eine typische schokoladenbraune Blutfärbung. Die Pulsoximetrie ist in der Diagnostik unzuverlässig, ebenso wie die arterielle Sauerstoffsättigung. Zwingend ist die Untersuchung mit einem CO-Oximeter, der die Methemoglobin-Konzentration zuverlässig angibt. Behandlung der Wahl ist das Methylenblau bei einer Meta-B-Konzentration über 20%. Bei symptomatischen Patienten mit relevanten kardiopulmonalen Begleiterkrankungen sollte Methylenblau schon bei einer Meta-B-Konzentration über 10% verabreicht werden. Im Journal Club geht Kaspar und Mitarbeiter auf die Frage ein, welchen Stellenwert haben Proton-Inhibitoren im Rahmen der Prophylaxe von Stressulzerationen und stressassoziierten gastrointestinalen Blutungen bei Patienten auf Intensivstationen. Der Nutzen von PPIs zur Prävention von gastrointestinalen Stressulzerationen bzw. Blutungen bei kritisch kranken Patienten ist nicht nachweisbar. Eine medikamentöse Stressulkusprophylaxe mit PPI reduziert das Auftreten gastrointestinaler Ulzerationen bzw. Blutungen nur geringfügig. Eine medikamentöse Stressulkusprophylaxe sollte nicht routinemäßig, sondern ausschließlich nach vorheriger individualisierter Risiko-Nutzen-Erwägung durchgeführt werden. Der CME-Beitrag von Suchner und Mitarbeitern geht auf die terminale Dehydratation ein. Vorliegen und Therapie einer terminalen Dehydratation müssen im Einzelfall objektiviert und erwogen werden. Die Anwendung einer Flüssigkeitstherapie ist allein durch den Nutzen für den Patienten und dessen persönliche Präferenzen zu rechtfertigen. Die sorgfältige klinische Evaluierung der Symptomreversibilität während terminaler Dehydratation durch einen Rehydrierungsversuch kann als wichtige Basis der Entscheidungsfindung für oder gegen die Flüssigkeitstherapie angesehen werden. Einem dehydratationsindizierten Delir muss durch Implementierung der CAH Clinical Assisted Hydration entgegengewirkt werden, sofern keine anderen Ursachen zum Tragen kommen. Hydrierung und Opioid-Dosisreduktion, Rotation stehen dabei im Mittelpunkt. Nur wenn trotz adäquater Flüssigkeitstherapie keine vollständige Reversibilität des klinischen Bilds der Dehydratation erreicht werden kann, darf diese unterbleiben. Patienten sollten nicht eher an einer terminalen Dehydratation versterben als an ihrer Grunderkrankung, sofern dies nicht als ihr erklärter Wille anzunehmen ist und solange die Weiterentwicklung der terminalen Dehydratation vom Symptom zum Therapieziel nicht durch ausreichende Evidenz untermauert ist. Am Ende wiederum die Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, hier die Einladung zur Mitgliederversammlung im Rahmen des Jahreskongresses in Berlin 2019. Last not least, die Abstracts der 51. gemeinsamen Jahrestagung der DGIN und ÖGIAIN. Alle weiterführenden Informationen entnehmen Sie dem aktuellen Heft 4 Mai 2019 Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin.